In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie zusammen mit dem kostenlosen HS-OPMP-Player einen PC komplett fernsteuern und ihn zudem zu einer Multimedia-Zentrale erweitern können. Auf dem PC, auf dem der DVR Provider 2 läuft, wurde zusätzlich der HS-OPMP-Player installiert und eingerichtet. Sende ich nun eine Aufnahme an diesen PC, so startet sich dort der HS-OPMP-Player und dieser lässt die Aufnahme im VLC-Player wiedergeben. Der DVR-Provider und der HS-OPMP-Player können selbstverständlich auch auf verschiedenen PCs installiert sein. Ich habe hier den gleichen OPMP-Player auf dem PC des Kindes installiert und wie im Video 10 gezeigt konfiguriert. Dies ist der PC im Kinderzimmer. Da hier kein Tablet zur Verfügung steht, ruft das Kind hier über den Internet Explorer über die IP den DVR-Provider auf. Es meldet sich ganz normal an. Und hier hatten wir einen neuen Film noch eingefügt gehabt, die Biene Maya, und den spiele ich nun ab. Ich klicke auf den Play-File und nun wähle ich den HS-OPMP-Player PC Kind. Auch hier startet sich die Aufnahme sofort mit dem VLC Media Player auf dem PC des Kindes. Der HS-OPMP-Player kann weit mehr als hier nur vom DVR-Provider gesteuert werden. Was dies ist und wie Sie den Player herunterladen und installieren können, zeigt der nachfolgende Teil des Videos. Die kostenlose Vollversion des Players können Sie auf zwei Wegen laden. Geben Sie einfach diesen Link in Ihrem Browser ein und gelangen so auf unsere Webseite. Über die gelbe Kugel rechts unten können Sie den Setup herunterladen und dann auf Ihrem PC ausführen. Weiterhin bietet diese Seite Ihnen einen Zugang zu der Anleitung und zwei Support-Videos, die Ihnen die Funktion des DVR-Provider-Players genau erklären. Oder Sie rufen den DVR-Provider auf und klicken auf die Holzklappe, gehen dort in die Einstellungen, Player für Geräte, Windows-PCs und klicken auf den grünen Button. Der Setup wird direkt auf Ihrem Desktop abgelegt und nach Abschluss des Downloads auch automatisch ausgeführt. Mit einem Klick auf OK starten Sie die Installation. Folgen Sie einfach den vorgegebenen Fenstern und nachdem die Installation abgeschlossen ist, können Sie diese auch ganz einfach hier schon mit Fertigstellen beenden. Dies ist besonders wichtig. Hier meldet sich die Firewall, ob der Player zugelassen ist. Hier ist es wichtig, auch die öffentlichen Netzwerke freizugeben. Mit Zugriff zulassen wird der Player in die Firewall eingetragen. Nur so ist OPMP auch im Heimnetzwerk nicht blockiert. Mein Player ist nun korrekt installiert und schaue ich nun in der Liste der OPMP-Clients nach, sehen Sie, er taucht noch nicht auf. Normalerweise müssen neue Geräte über den Button Suchen erst gesucht werden. Hier ist es anders. Ich starte einfach den DVR-Provider neu und bei einem Neustart durchsucht das Programm automatisch das Netzwerk nach HS-OPMP-Playern und trägt diese Geräte neu im Programm ein. Schaue ich nun noch einmal unter der Holzklappe nach und gehe in die Einstellungen, so finden Sie hier plötzlich in der OPMP-Client-Liste unsere neuen HS-OPMP-Player. Da dieser Player auf einem PC läuft und dieser in der Regel einem bestimmten Benutzer gehört, vergebe ich für das Gerät hier noch einen aussagekräftigen Namen, so im Video 10 gezeigt, und weise es dem entsprechenden Benutzer auch zu. Konfiguration und sonstige Funktionen des kostenlosen HS-OPMP-Players. Möchten Sie, dass der OPMP-Player direkt mit Windows bereits gestartet wird, so gehen Sie hier unten rechts über diesen Link in die Einstellungen. Aktivieren Sie hier entsprechend die Box, dass der Player minimiert gestartet wird und klicken auf Autostart aktivieren. Nach Bestätigung der Windows-Meldung wird der Player bei jedem Windows-Start nun automatisch mitstarten. Die Fernsteuerbarkeit ist bei weitem nicht alles, was dieses kostenlose Tool zu leisten vermag. Es fasst sämtliche OPMP-Server in Ihrem Netzwerk in nur einer Anwendung zusammen. Wenn ich hier zum Beispiel mein NAS anwähle, habe ich hier somit direkt Zugriff auf meine ganzen Filme. Um den Film abzuspielen, reicht es einfach aus, hier auf den Playfile zu klicken und schon läuft der Film direkt im Vollbild los. Damit Sie sehen, was auf meinem großen Monitor sich im Vollbild abspielt, schalte ich hier ihn in den Fenstermodus zurück. Es gibt aber auch noch weit mehr. Ich kann hier zum Beispiel auch direkt sagen, ich möchte hier
das Live-Programm von diversen Receivern gucken. Hier zum Beispiel mein Digit Isio hat die Möglichkeit, dass ich hier in Videos TV-Liste gehe und kann hier in der TV-Liste mir entsprechend den Sender aussuchen, den ich live anschauen möchte. Zudem kann ich hier auch noch filtern. Gebe ich RTL ein, bekomme ich automatisch in meiner Riesenliste nur die Sender, in denen RTL vorkommt. Um wirklich alle Funktionen des UPnP-Players kennenzulernen, schauen Sie sich bitte die beiden Lehrvideos auf unserer Homepage an. Alle 14 Einstiegsvideos und noch weit darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage unter dem hier angegebenen Link.